Ja, das ist 2 Wochen wie sie. Ich kann dir erzählen, wie sie leben und uns gesehen in Polen, vor der Zweiten Weltkrieg. Ein Weg ist, ich soll dir geben, mein letzten Buch, die ersten 3 Kapitel, erzählen, wie Leute uns gesehen, bis der Krieg ist ausgebrochen im September 1939. Was so ein Buch ist? Ich habe ihm da, darfst nicht reden. Ja. Surviving, hier. Take this book here, the second book. This one, ja. This is the book. In dem Buch, da erzähle ich, wie Leute uns gesehen, bis der Reinkommen von den Deutschen. Wie die Städte leben, in der Tag leben, in der Leben von der Familie, in den Beziehungen zwischen Jeden. Und wo sie denn sind dann durchgegangen. Der zweite Weg ist, also ich soll den erzählen. Die erzählst du? Ja, in Polen, nachdem wir Polen ist wieder geboren geworden, heim, dem 11. November 1918, ja, ist das Leben für jeden ist geworden sehr schwer. Antisemitismus ist gewachsen mit jedem Tag. Aber jüdisch Leben ist angegangen. Es haben sich gegeben jüdische Schulen, jüdische Chedorim, jüdische Zeitungen haben aufgelebt. Gewinnen jüdische Zeitungen in Warschau allein, gewinnen 8 tägliche jüdische Zeitungen und 4 Nachmittagszeitungen. In Lodz im Einstod ist gewinnen 2 tägliche Zeitungen und 2 Nachmittagszeitungen. Trotzdem, was es gewesen parteiische Zeitungen, der Bund hat gehabt, die Zeitung, die viele, die Linke, die es bekommen, sympathisiert mit Kommunismus, haben auch gehabt, sei ihre Zeitung. Versteht sich, Kommunismus ist gewesen illegal, aber es sind rausgegangen, Bulletinen und Zeitungen, Journalen sind rausgegangen, Oss, ein Journal, rausgegeben von berühmten Poet Moshe Brodersohn. Es ist rausgegangen hebräische Wochenzeitungen, in Chodeszeitungen. Es ist rausgegangen in Lodz, in Mainstadt, 3-monatliche Zeitungen in Polnisch. Neue Zeitungen in Esperanto. Esperanto ist eine internationale Sprache gewesen. In der Intelligenz überhaupt haben sich gewollt widmen, zu schaffen eine Sprache für alle Menschen. Das ist gewesen der Leben. Kulturell, dann gewinnen alle Lehrerinstituten, es gewinnen gemacht in jeder größeren Stadt. Es gewinnen ein Institut für Lehrer und noch Kloppen, Jiddisch-Kloppen. Jiddisch-Kloppen, es gewinnen hebräische Kloppen. Und trotzdem es gewinnen Kloppen, wo die zionistische Organisation zusammengehört und zugegreift junge Menschen zu führen nach Palästina. Weil die Lage in Polen, wie ich habe gesagt, in der Neid. Es ist keine Zukunft für jeden in Polen. Der polnische Sejm, Parlament, in der Senat, der polnische Parlament, haben gepredigt, dass es nur eine Bürger Million Jiden in Polen sind. Und als Jiden sind ein Bürger von zweiter Madrege. Und sie hoffen auf einen Tag, dass man kann beseitigen oder die Bürger. Trotzdem, was Jiden haben gelebt in Polen vor 1000 Jahren. Ganz die Geschichte von Polen war, dass Jiden haben gelebt dort mehr als 1000 Jahre. Jeder Polen ist auch viele geschaffen geworden. So, das ist gewesen jüdisches Leben in Polen. Gewesen jüdische Theater, jeder, ob sie nicht gewesen kann, sie gewesen wanderdicke Theater, es ist gewesen Kammerl-Theater, Komödie-Theater wie Ararat, Lazazel. Und es ist auch gewesen ständige Theater, Stadttheater, welche in New York sind gewesen 3, durch die Wilne Truppe fliegt da rum vor von der Wilne, die gewesen sehr gute Theater, gewesen Lektorbüros, welche man rumgeschickt über ein Land, kann man jeden Sonntag oder Schabbos bei Nacht fliegen sein Lektis auf verschiedene Themen. Fliegen kommen Lektoren und Artisten von größeren Städten zu der kleineren Städten, und geben Lexis,
fahr die Kloppen. Der Bund hat ungeführt mit über ein Land, kommt jeden Sonntag oder Schabbat bei Nacht, pflegen sein Lexis auf verschiedene Themen. Pflegen kommen Lektoren und Artisten von größeren Städten zu der kleineren Stadt und geben Lexis, fahr die Kloppen. Der Bund hat ungeführt mit seiner eigenen Schule, zionistische Organisationen, speziell die Palästinenser, haben ungeführt mit seiner Schule und von den Orthodoxen in der Hauptgerät. Sie haben gedacht, Chedorim in Yeshivas. Und die Sprache in die alle Schulen ist gewesen Jiddisch und die hebräische Schule Hebräisch, gemischt mit Jiddisch und auch gemischt mit Polnisch. Und das Leben ist angegangen, trotz dem Antisemitismus, ist das kulturelle Leben ist gegangen in Vorschwung.